Willkommen bei One App a Day. Jeden Tag eine App. iOS, Mac, Android, Windows Phone 7, Memo und mehr. Moin Moin, Servus, Grüezi und Hallo und Willkommen zur neuen One App a Day Folge. Weiter geht's mit iOS-Apps, auf die ich nicht verzichten möchte. Auf dem iPhone in meinem Fall. Die Rede ist heute von Ripple for Tracked, meinem Tracked-TV-Client der Wahl unter iOS. 15,6 Megabyte groß, erfordert iOS 17.0 oder neuer. Grundsätzlich erstmal gratis, damit könnt ihr nicht alles machen und könnt dann aber, inzwischen steht der Yearly Premium Experience 9,99. Ich habe da immer, oder 34,99 Lifetime. Ich hatte da tatsächlich irgendwann, ich glaube, das läuft nach 1,99 im Jahr tatsächlich. Abgeschlossen Abo. Eigentlich mag ich ja keine Abos, aber in diesem Fall war es das halt wert. Es ist, wie gesagt, ein Track-TV-Client. Ihr könnt also synchronisieren eure von oder was ihr halt über Tracked schon alles eingecheckt habt oder abgehakt habt, welche Filme ihr geguckt habt, wo ihr seid bei, ja, bei Serien und so. Ihr könnt einchecken, ihr könnt Informationen euch durchlesen, die Watch-History, was ich gesagt habe. Ihr könnt das teilen, wenn ihr das wollt. Interacten kann man also like, reply to or share comments and reviews you find interesting, follow track TV users you like and read what they post und so weiter und so fort. Ja, das könnt ihr machen und dann sowas wie Watchlists oder Favoriten, Collections, Notifications etc. pp. Das ist dann alles vorbehalten, wenn man Premium, also pro User oder Userin oder Userin ist. Ihr könnt natürlich auch einfach für TrackTV die offizielle TrackTV-App nutzen. Mit der bin ich persönlich aber irgendwie weder unter Android noch unter iOS warm geworden. Deswegen ist für mich, wie gesagt, Ripple for Tracked mein TrackTV-Client der Wahl unter iOS. Ich sage vielen Dank fürs Zuhören. Tschüss, bis zum nächsten Mal. Und natürlich und selbstverständlich ciao und bye bye. Das war One App a Day. Fragen oder Feedback richtet ihr an info@oaad.de, facebook.com/oneappatag, gplus.eu/oneappatag oder eine @Menschen an twitter.com/oneappatag.